stellen sich 22 Parteien zur Wahl. An Stelle 1 bis 5 stehen auf dem Stimmzettel die, die bereits im Bundestag vertreten sind. Die haben wir hier in der Lokalzeit schon vorgestellt. Und dann kommen die sogenannten kleinen Parteien. Es könnte die Wahl der kleinen Parteien werden. Manche Demoskopen rechnen mit ungewöhnlich hohen Stimmanteilen. Der Wahlkampf dieses Jahr war außerordentlich langweilig. Und es kann durchaus sein, dass wir eine durchaus niedrige Wahlbeteiligung haben. Niedrige Wahlbeteiligung heißt üblicherweise, dass die kleinen Parteien prozentual sozusagen höher sich ausprägen können als die großen Parteien. Die stärksten kleinen Parteien sind in den Umfragen momentan die Alternative für Deutschland und die Piratenpartei. Beide sehen Demoskopen bei 3%. Ein ernüchternder Ausblick, vor allem für die Piraten. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wir natürlich in 2009 bei der ersten Bundestagswahl, die wir dann mit 2% damals noch unter meiner Führung gemacht hatten, einen unheimlichen Neuigkeitsbonus hatten. Und in der Folge jetzt, wo wir in NRW auch in den Landtag gekommen sind, mit den 8,9%, war natürlich ein ziemlicher Hype. Von dieser Hochstimmung sind die Piraten heute weit entfernt. Wir haben jetzt gerade den NSA-Skandal. Eigentlich müssten die Piraten genau davon leben. Aber hören Sie von den Piraten irgendetwas Interessantes? Sehen Sie, das liegt daran, dass da die Organisation nicht stimmt und die Gesichter nicht da sind, um so einen Punkt zu vermitteln. Jens Seipenbusch hält den Vortrag auf einer Kryptoparty in Telgte. Interessierte erfahren hier von den Piraten, wie sie E-Mails abhörsicher verschlüsseln können. Der Münsteraner war in den Gründerjahren der Piraten 3 Jahre lang ihr Bundesvorsitzender. Er war neben Marina Weißband ein bekanntes Gesicht der Partei. Dass seine Piraten nicht als Experten zum NSA-Abhörskandal in Erscheinung treten, ärgert ihn sehr. Das ist uns auch ein bisschen unklar, da sind wir auch ein bisschen verärgert, weil wir tatsächlich einerseits Fachleute sind zum Teil und weil wir eben auch seit Jahren auf diese Dinge hinweisen. Da müssen wir sicherlich auch noch mal ein bisschen besser werden, was die Multiplikation und die Zusammenarbeit da betrifft. Gerne hätten wir auch die AfD zu Wort kommen lassen. Ein Interview mit dem Sprecher von Münsters Kreisvorstand haben wir geführt. Weil wir aber einer Überprüfung des Beitrags vor der Ausstrahlung nicht zugestimmt haben, wurde uns die Ausstrahlung des Interviews nachträglich verweigert. In einer E-Mail schreibt der AfD-Sprecher: Falls es nicht möglich ist, Skripteinsicht zu bekommen, möchte ich Ihr Angebot dringend annehmen und auf ein Aussenden des TV-Beitrags verzichten. Wer sich mit Programm und Ziel der kleinen Parteien beschäftigen möchte, der sollte das vor dem Wahlsonntag tun. Auf dem Stimmzettel in der Wahlkabine stehen nur die Namen der insgesamt 22 Parteien.